Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 119. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, du hast versprochen, dass wenn unser Herz offen ist und mit deinem Wort in Berührung kommt, dass du uns durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist heiligen möchtest, zu besonderen Menschen machen möchtest. Nicht, weil wir klüger. Oder stärker oder schöner sind, sondern weil wir dich kennen und immer besser kennenlernen dürfen. Und darum bitten wir dich jetzt, dass du auch heute durch dein Wort zu uns sprichst. Im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 3. Mose, Kapitel 7, bei der Ausführung, bei den Vorschriften zur Ausführung der verschiedenen Opferarten im Heiligtum. Und gerade geht es um das Friedensopfer. Wir lesen. Ab Vers 12, wenn er es zum Dank opfern will, so also bringe er zu seinem Dankopfer hinzu ungesäuerte Kuchen dar, mit Öl angerührt und ungesäuerte Fladen mit Öl gesalbt und eingerührtes Feinmehl für mit Öl angerührte Kuchen. Zusätzlich zum Kuchen soll er gesäuertes Brot als seine Opfergabe darbringen, zu seinem Dankfriedensopfer hinzu. Davon, soll er je ein Stück von jeder Opfergabe dem Herrn als Hebopfer darbringen. Das soll dem Priester gehören, der das Blut der Friedensopfer sprengt. Das Fleisch des Dankfriedensopfers soll aber am Tag seiner Darbringung gegessen werden. Man darf nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Dank muss jeden Tag frisch sein. Dank ist eine Sache, die sich nicht ver schieben lässt, sich nicht vertagen lässt. Jeden Tag haben wir die Gelegenheit, neu Gott Dank zu sagen für das, was er in unserem Leben täglich tut. Beruht aber das Opfer, das er darbringt, auf einem Gelübde oder es ist freiwillig, so soll es am Tag seiner Darbringung gegessen werden und was davon übrig bleibt, darf am folgenden Tag gegessen werden. Was aber vom Opferfleisch bis zum dritten Tag übrig bleibt, das soll man mit Feuer verbrennen. Wenn aber dennoch am dritten Tag von dem Fleisch seines Friedensopfers gegessen wird, so wird es nicht als wohlgefällig angenommen werden. Es wird dem, der es dargebracht hat, nicht angerechnet, sondern gilt als Gräuel und die Seele, die davon ist, wird ihre Schuld tragen. Jemand könnte vielleicht denken: Nun, ich habe am ersten Tag davon gegessen und es war eine gute Sache. Ich habe am zweiten Tag davon gegessen, es war eine gute Sache. Dann kann ich auch am dritten Tag noch davon essen. Aber Gott, möchte, dass wir genau sind und seine Bestimmung ernst nehmen. Genau dieselbe Handlung, die am ersten und zweiten Tag angenehm vor Gott war und wohlgefällig, ist am dritten Tag ein Geul, weil Gott es so sagt. Wir können also nicht einfach davon ausgehen, nur weil wir früher etwas so gemacht haben oder weil es eine bestimmte Handlung in einem bestimmten Kontext richtig ist, dass sie automatisch in einem anderen Kontext dann auch richtig ist, sondern Gottes Wort allein ist der Maßstab, der unser Tun, bewertet und uns zeigt, was vor Gott angenehm und was eben ein Gräuel ist. Auch wenn das Fleisch mit irgendetwas unreinem in Berührung kommt, so darf man es nicht essen, sondern es muss mit Feuer verbrannt werden. Sonst aber darf jeder Mann von diesem Fleisch essen, wenn er rein ist. Die Seele aber, die ihre Unreinheit an sich hat und doch von dem Fleisch des Friedens, ob es ist, das dem Herrn gehört, dieselbe soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Auch wenn eine Seele irgendetwas Unreines anrührt, es sei die Unreinheit eines Menschen oder eines unreinen Viehs oder irgendeinen unreinen Greuel und ist doch von dem Fleisch des Friedensopfers, das dem Herrn gehört, dieselbe soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Die Lektion war sehr deutlich. Unreinheit und Herzensfrieden können nicht gleichzeitig bestehen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Rede zu den Kindern Israels und sprich, ihr sollt kein Fett essen von Stieren, Schafen und Ziegen. Das Fett von Aas oder Zerrissenem darf zu allerlei Zwecken verwendet werden, aber ihr sollt es auf keinen Fall essen. Denn jeder, der Fett isst von dem Vieh, von welchem man dem Herrn Feueropfer dazu bringen pflegt, die Seele, die es isst, soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Ihr sollt auch kein Blut essen, in allen euren Wohnungen, weder von Vögeln noch vom Vieh, jeder, der irgendwelches Blut isst, soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Diese Vorschriften sind übrigens auch noch im Neuen Testament eins zu eins buchstäblich so gültig. Ihr könnt selbst in Apostelgeschichte 15 die Stelle finden, in der das so bestimmt wird. Interessant ist hier, dass das Essen und Trinken von von Blut und Fett verboten ist, dass allerdings diese Gegenstände oder diese, diese Dinge für andere Zwecke sehr, voll, sehr wohl verwendet werden durften. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israels und sprich, wer dem Herrn ein Friedensopfer darbringen will, der lasse dem Herrn seine Gabe zukommen von seinem Friedensopfer. Eigenhändig soll er die Feueropfer des Herrn herzubringen. Das Fett samt der Brust soll er bringen, die Brust, um sie als Webopfer vor dem Herrn zu weben. Der Priester aber soll das Fett auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, und die Brust fällt Aaron und seinen Söhnen zu. Dazu sollt ihr die rechte Keule von euren Friedensopfern dem Priester als Hebopfer geben. Und zwar soll derjenige von den Söhnen Aarons, der das Fett darbringt, die rechte Keule zum Anteil erhalten. Denn ich habe die Brust des Webopfers und die Keule des Hebopfers von den Kindern Israels, von ihren Friedensopfern genommen und habe sie dem Priester Aaron und seinen Söhnen gegeben als ein ewiges Anrecht von den Kindern Israels. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jeden einzelnen Tag etwas haben, wo wir dankbar sein dürfen. Gib, dass wir das niemals aus den Augen verlieren und nicht aus den Erfahrungen von vorgestern Leben, sondern jeden Tag neu dir Dank darbringen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.